Zurück bei Andruck, dem Pressetalk. Heute habe ich nur einen Gast, nämlich Tom Strohschneider, ehemals Chefredakteur vom Neuen Deutschland. Wir reden über die Linke. Die linke Bewegung, die linke Partei, die neue linke Sammlungsbewegung. Und Sie haben eben eine interessante Frage gestellt. Es waren eigentlich viele Fragen in einem. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen? Was ist die entscheidende Ausgangsfrage für alles dieses, Ja, ich was da auf glaube, der linken Seite passiert? es gibt eine Einschätzung über die Frage, wie sich das Parteiensystem verändert. Ob das, was wir kennen, SPD, Grüne, Linkspartei und noch ein paar andere, in den nächsten Jahren so noch sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, dass man da sehr skeptisch sein kann, weil einfach die politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Konfliktlinien sich zwar immer noch zwischen den Parteien, aber sehr stark in den Parteien auch widerspiegeln. Das sehen wir an den ganzen Debatten. So richtig rumpelt es ja eigentlich heutzutage innerparteilich und nicht mehr zwischen den Parteien. So, und wenn man ausgeht von dieser Analyse, stellt sich ja die Frage, was eigentlich der Grund für diese Auseinandersetzung? Und da wird sehr viel über Migration und Asyl gesprochen, aber ich glaube, dass das vor allen Dingen Oberflächenkonflikte sind, sondern in Wahrheit geht es wesentlich tiefer um die Frage, wir haben einen globalen Kapitalismus, wir haben Unternehmen, die sich nicht mehr an nationale Steuergesetzgebung halten müssen. Amazon, Google. Wir haben eine Globalisierung, bei der sich die ökonomischen Gewichte weltweit verschieben, was dazu führt, dass es eine aufsteigende Mittelschicht in China gibt, aber gleichzeitig Teile der Arbeiterklasse in USA zum Beispiel absinken. Und wir haben ein großes Maß an Ungleichheit. So, und linke Politik im weitesten Sinne versucht ja diese dem Kapitalismus innewohnenden Ungleichheitstendenzen in irgendeiner Weise zu regulieren. So, und bisher war der Nationalstaat dafür die Bühne. Historisch betrachtet ist alles, was die große sozialdemokratische Tradition auch erreicht hat, muss man ja auch immer mal wieder daran erinnern, dass die SPD auch durchaus einen besseren Eindruck in der Geschichte schon hinterlassen hat, als in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, wo sie so zwar relativ viele Vorsitzende verschlissen hat, aber eigentlich kein Bein mehr auf die Erde bekommt. Ob das Aber hier. von den Erfolgen, Stichwort Sozialistengesetz unter Bismarck, was die SPD ja verursacht hat, ja, kann die SPD eben nicht zehren. Wir müssen doch Genau, in der jetzt ist ja die Gegenwart Frage, sein. warum. So, also Ja. warum schafft man es heute nicht beispielsweise bei der Regulierung der Arbeit, bei der Ausweitung der Demokratie im Betrieb, Stichwort Mitbestimmung, bei Fragen wo die Tarifverträge gelten, Sozialpolitik, öffentliche Ja, Infrastruktur, warum schafft man sozialökologische es Wende? nicht, ist die Ausgangsfrage. Ist die Ausgangsfrage, warum schafft man es nicht? Und ich glaube, es liegt daran, dass die nationalstaatlichen Spielräume für Politik geringer geworden sind. So, jetzt müsste meines Erachtens eine linke Orientierung sein, sich diese politischen Spielräume, also den langen Hebel gegen das private Profitinteresse gegen Unternehmen und Ungleichverteilung des gesellschaftlich produzierten Reichtums, müssen wir jetzt versuchen, auf internationaler Ebene uns zu erobern. Da kommt es zu einem interessanten Widerspruch. Die Linken haben ja ganz zu Recht die EU in ihrer Konstruktion kritisiert. Da ging es immer nur um Wettbewerb, da ging es um eine gemeinsame Währung, von der die Deutschen und als Exportweltmeister auch mal profitiert haben. Aber es ging nie um soziale Integration. Es ging viel zu wenig darum, dass eine wirkliche Demokratisierung der Europäischen Union an den Tag gelegt. Und jetzt in dieser hohen, hohen Krise dieser Europäischen Union sind Linke gewissermaßen dazu verdammt, sich für den Erhalt der EU und für die Vertiefung der EU einzusetzen. Herr Stoscher, erlauben Sie mir eine Frage. Was ich nicht verstehe, ist bei den linken Parteien und insbesondere bei der SPD nicht. Wir haben Amazon im Lande, wir haben die Paketdienste im Lande, wir alle wissen, dass die da miserabel bezahlt wird. Wir wissen, dass die großen Firmen Google, dass wir alle nutzen, ja, hier keine Steuern bezahlen. Warum gibt es keinen Aufschrei der Linksparteien und der SPD und sagen, das dulden wir nicht. Ja, Das können wir und wollen wir nicht dulden. Wir nehmen es aber hin. ich würde sagen, den Aufschrei gibt es sowohl in der Linkspartei als auch in der SPD. Der wird nicht so wahrgenommen, weil wir seit anderthalb Jahren Was eigentlich nützt ein Schrei, ausschließlich den ich nicht höre? um Zuwanderung. Naja, selbst wenn man ihn hören würde, wäre damit der Schrei ja noch nicht zu einer Losung, die auch in die Praxis umgesetzt wird. Also da die Frage wäre zu stellen an jemanden wie Olaf Scholz, der als sozialdemokratischer Finanzminister jetzt sich nicht besonders große Mühe gibt, einen Unterschied zu machen, zum Beispiel verteilungspolitisch, zu Wolfgang Schäuble. Die Frage ist zu richten an die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament, warum man da nicht mehr Druck dafür macht, dass eben eine gemeinsame Besteuerung dieser sogenannten plattformkapitalistischen Ja, Unternehmen das wäre doch möglich eine wird. Ja, urechte natürlich. sozialdemokratische Aufgabe. Ja, ich würde sogar sagen, dass es Teil einer neuen Erzählung sein könnte für die gesellschaftliche Linke.
Wir nehmen uns zurück, weil wir selber produziert haben. Es geht darum, eine gegen die immer mehr grassierende Ungleichheit ausgerichtete Verteilungspolitik zu machen. Dafür haben wir folgende Vorschläge. Man darf dann nicht sagen, dass wir übermorgen schon das sozialistische Shangri-La erreichen, sondern man muss da auch realistisch sein. Ja, man muss nicht so widersprüchlich sein, aber man muss doch erstmal anfangen damit. Ja, man kann auch ein bisschen radikaler sein. Und wir sehen doch, um jetzt mal ein Beispiel aus den USA zu nehmen, wie Bernie Sanders, der dort eine politische Agenda auf den Weg gebracht hat. Der demokratische Gegenkandidat gegen Hillary Clinton, etwa 72 Jahre alt, glaube ich. Ja, wenn er nicht sogar schon älter ist, aber er ist im Geiste sehr jugendlich. Er war beliebt bei den jungen Leuten, weil er links war. Er ist immer noch beliebt und ist sicherlich immer noch eine wichtige Kraft sozusagen demokratisch-linker Erneuerung in den USA. Und der hat mit einem radikalen Umverteilungsprogramm. Also wenn wir uns doch entscheiden wollen, dass wir demokratisch aushandeln, was gesellschaftliche Bedürfnisse sind, dann müssen wir einen Weg dazu finden, wie der gesellschaftlich produzierte Reichtum, der momentan, und es ist ja nicht eine Erfindung von linken Ökonomen, sondern es sagen alle, bis hin zur Bertelsmann-Stiftung, der sich weltweit extrem ungleich verteilt, bei ganz wenigen ankommt, wie man das ändert. So, das sagt die CDU doch, wenn ich da einschreiten darf, die sagt, das machen wir doch längst. Soziale Marktwirtschaft ist doch Verteilungspolitik. Was wollt ihr denn eigentlich? Dann gucken wir uns die Ergebnisse dieser Verteilungspolitik an. Es gab eine soziale Marktwirtschaft, die war wesentlich sozialer. Jetzt kann man die Frage stellen, ob das in den 60er und 70er Jahren eine historische Sonderperiode war. Nach dem Wirtschaftswunder, hohe Lohnzuwächse, eine enorme öffentliche Quote, also der Staat, der sich sozusagen aus diesen Umverteilungen... Naja, unter dem sozialdemokratischen Kanzler Willy Brandt wurden die Sozialausgaben mächtig nach oben gefahren. Genau, so. Und das hat der Kapitalismus ist nun mal eine von Grunde gesehen krisenhafte Angelegenheit. Es hat dann nach dieser langen Wachstumsperiode ein nachlassendes Wachstum gegeben. Und dann ist verschiedentlich versucht worden, dagegen zu steuern. Dieser ganze Neoliberalismus ist ja der Versuch, wenn man so will, von rechts die Rendite- und Profitabilitätsbedingungen zu verbessern. Ich spüre eine gewisse Ungeduld in Ihrer Stimme. Ja, kann das sein? Natürlich. Und? Die Ungeduld hat etwas sozusagen mit einem ganz einfachen, banalen moralischen Grundsatz zu tun. Wir sind eine unglaublich reiche Welt, die die Instrumente in der Hand hat, dass Dinge, die auf ihr passieren, nämlich dass Leute an Hunger sterben, dass sie ihre Wohnung nicht bezahlen können, nicht nötig wäre. So, wir haben aber politische Bedingungen, die weiterhin diesen Zustand immer weiter reproduzieren, statt ihn zu verändern. Wieso das ist die historische Aufgabe der SPD der denn nicht, Stimmen zu erringen damit, aber sie verliert nur? Kann sie dieses nicht formulieren als Programm oder verstehen die Leute das nicht? Oder versteht die Linkspartei profitiert ja auch nicht davon? Das ist richtig, aber lieber Peter Bringmann, wir lesen ja dieselben Zeitungen. Ja, hoffentlich. Wir haben vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten gehört, wie die SPD versucht, weil da gerade ein Streit in der Union ausbricht, um einen Migrationsmasterplan, einen eigenen Masterplan zur Migration. Fünf Flüchtlinge am Tag. So, da geht es um 5 Flüchtlinge. Es wird die ganze Zeit über Asyl und Migration und so weiter gesprochen. Aber dass die SPD ihre eigenen Themen entwickelt, ihre eigene Erzählung auch wirkmächtig macht, ist ja nicht der Fall. Jetzt kann man viele Fragen stellen. Auf der SPD rumzuhacken ist einfach in ihrem 18%, manchmal ja sogar noch schlechtere Werteturm. Es sind ja zwei Sachen zu berücksichtigen. Die SPD hat unter Bedingungen, die wir viel kritisieren oder uns darüber streiten, sich entschieden, in die Große Koalition zu gehen. So, in dieser Großen Koalition wird das, was an Erneuerung nötig wäre und bei den Leuten noch ankommt, muss ja glaubwürdig vermittelt werden können, kaum passieren. So, aus der Großen Koalition rauszugehen, ist aber ja auch noch kein Garant dafür, dass dann die Leute kommen, die zum Beispiel für eine europäische einheitliche Steuerbesteuerung von Unternehmen sich einsetzen, für eine europäische Erwerbslosenversicherung, für einen sozial-ökologischen Kurswechsel, für den ja genug da ist. Also unser Problem ist ja nicht, dass diese Gesellschaft so furchtbar arm ist und wir das wenige so schlecht verteilen können, sondern das Problem ist, dass die politischen Hebel zu kurz sind, den großen Reichtum, der da ist, anders zu verteilen. Das gilt im Übrigen nicht nur auf nationaler Ebene, sondern natürlich auch im internationalen Maßstab. Dann habe ich da jemanden im Kopf, der heißt Kühnert, Kevin Kühnert. Mhm. Der hat auf dem Parteitag schwungvolle Rede gehalten und hat die SPD ordentlich durcheinander gewirbelt. Und seitdem höre ich nichts mehr von ihm. Mhm. Also fehlt ihm der ideologische Untersatz, um das zu formulieren und in den Forderungskatalog hineinzubringen? Oder kann er es nicht? Oder fehlt das Allgemeinverständnis in der SPD? Da stimmt doch was nicht. Wenn ich einmal mich was ans Mikrofon stelle und dann eine Rede halte und danach wie die Luft aus dem Ballon.
rausgeht. Vielleicht da drei kurze Anmerkungen zu. Also ich glaube, der Kühnert ist ein unglaubliches Talent. Und das, wie er sozusagen in diesem Frühjahr die SPD aufgemischt hat, war durchaus herzerwärmend anzusehen. Kann gut reden, hat eine gute Argumentation. Aber man könnte auch sagen, mit Häme bei einigen. Bei einigen, er ist ja dafür auch sozusagen auch stark zum Teil kritisiert und angegangen worden. Aber so. Und was so ein bisschen fehlt, war immer eine Frage. Was ist eigentlich eine ökonomisch-politische Grundlage für diesen Kurs der Umverteilung, den Kühnert sehr vage, aber sozusagen als neuer Linksschwenk, den er der SPD geraten hat, darüber ist relativ wenig geredet worden. So, dann der zweite Punkt war, wie wir schon gesagt haben, der Eintritt in die Große Koalition, eine Erneuerung der Sozialdemokratie. Nach dieser langen Periode, die 1998 beginnt mit der Schröder-Regierung, mit immer noch denselben Gesichtern, ist natürlich auch schwer zu vermitteln. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Man darf sich da auch nicht zu einfach machen. So, und dann war die Große Koalition. Kühnert ist da ja auch, glaube ich, hat man so den Eindruck, so ein bisschen, sagen wir mal, ins Glied zurückgepfiffen worden. Es machte ja dann auch gar nicht mehr so viel Sinn, jetzt immer noch dieselbe Argumentation. Aber was man erwarten hätte können und sollen, ist, dass das, was so als politische Erneuerungsdebatte der SPD, die wollen immer ein neues Parteiprogramm machen. In zwei Jahren soll es ein neues Parteiprogramm geben. Ja, dass er angefangen hätte, das zu schreiben. Naja, also, oder zumindest doch darüber zu reden. Ja. So, und das passiert ja nicht. Ja, und warum das nicht passiert, da machen wir jetzt eine kleine Denk- und Werbepause und dann sind wir wieder da mit Tom Strohschneider, ehemaliger Chefredakteur Neues Deutschland, heute in Andruck nur mein einziger Gast, weil wir mal darüber reden wollen, wie ist die Situation auf der linken Seite, SPD eingeschlossen, sage ich jetzt mal, ja, obwohl viele das denn nicht hören wollen. Aber ist egal. Ja? Die Situation in der Linkspartei und vor allen Dingen, wenn es diese neue Sammlungsbewegung wirklich denn im Herbst geben sollte. Bis gleich.